Valencia ist eine der schönsten Städte von Spanien. Und warum? Das siehst du in diesem Clip. So, angekündigt habe ich es, ich bin in Valencia und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Mein Name ist Sascha Heide und heute verrate ich euch mal die Insider von Valencia. Also ich muss dazu sagen, ich bin ziemlich oft in Madrid, Barcelona oder auch in Andalusien gewesen bisher. Valencia ist jetzt neu auf meiner Karte und ich bin positiv überrascht. Warum das Ganze? Valencia ist so ein bisschen so eine Perle aus der zweiten Reihe. Die Stadt bietet wahnsinnig viel. Liegt direkt am Meer, klar man weiß, am Mittelmeer, hat ca. 800.000 Einwohner und eine wunderschöne Altstadt. Passend dazu möchte ich dir gerne zwei Hotels empfehlen. Das ist zum einen das Westin, 5-Sterne-Hotel. Das ist das Haus, wo ich mich gerade befinde. Besonders toll am Westin ist, sehr große Zimmer und man sieht es hier hinter mir, einen wunderschönen Innenhof. Sehr groß, kann ich also mit großen Gruppen auch locker 100, 150 Leuten einen wunderschönen Empfang machen. Also richtig schön geschlossener Innenhof. So, Westin 135 Zimmer. Alternative zu dem 5-Sterne-Hotel, ein anderes, das Las Arenas, was direkt am Meer liegt. Das Las Arenas hat über 250 Zimmer und einen großen Kongressbereich. Also wenn die Reise oder wenn die Firmenreise noch eine Tagung beinhalten soll oder einen kleinen Kongress, ist das Las Arenas direkt am Meer dafür besser geeignet, weil es einfach die Möglichkeiten, die Kapazitäten direkt mit dem Haus hat. Und wer möchte, das Haus liegt direkt am Meer. 253 Zimmer, 135 das Westin. So, was muss man machen, wenn man Valencia ist? Also natürlich auf jeden Fall Altstadt. Wunderschöne Altstadt, herrlich erhalten, muss man wirklich sagen, ganz toll gepflegt. Und direkt angrenzend an die Altstadt gibt es etwas ganz Extravagantes, muss man wirklich sagen, nämlich den kompletten Kontrast. Und zwar den Stadtteil, denn es ist hier die Stadt der Künste und Wissenschaften. Und was da hingebaut wurde, zeige ich euch mal ganz kurz hier anhand ein paar Bilder, was wirklich beeindruckend ist. In diesen verschiedenen Locations oder Venues kann man auch abends richtig fette Partys oder Dinner oder Produktpräsentationen machen. Also wirklich ideal geeignet für, ich würde mal sagen, 50 bis 800 Teilnehmer. Kann man wirklich perfekt etwas umsetzen. Und für relativ kleines Geld. Das ist mal so ein kleiner Tipp, by the way. Valencia liegt im Budget ungefähr 20% unter Barcelona. Also alle, die vielleicht schon mal in Barcelona etwas gemacht haben, kennen die Preise. 20% runter. Also sehr attraktiv vom Preis her, Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben Stadt der Künste und Wissenschaften gibt es natürlich immer noch ganz relativ aktuell das Thema America's Cup, was ja vor einigen Jahren hier war. Und da wurden zum Beispiel am Hafen eine ganz elegante Venue hingebaut. Zeige ich auch mal ein Bild, damit man einen Eindruck bekommt, wie es da direkt am Hafen ausschaut. Auch diese kann man wirklich nutzen für ganz tolle ausgefallene Partys oder Dinners am Abend. Was kann man noch machen? Es hat auch zwei Restaurants. Man kann auch so ganz normal auch nur zum Dinner oder zum Lunch gehen. Welche Rahmenprogramme würde ich euch auf jeden Fall empfehlen? Also ihr müsst auf jeden Fall, wenn wir gerade beim America's Cup waren, aufs Wasser. Das ist absoluter Muss. Also wir können hier fast unendlich viele Yachten oder Segeljachten mieten, die wir immer, sage ich mal, mit 8 bis 10 Teilnehmern besetzen. Es ist gar kein Problem, auch für 200 oder 250 Leute eine Segelregatta zu machen. Also wirklich raus aufs Meer, bisschen die Grundkenntnisse erlernen und anschließend ein richtiges Match Race, also wo wirklich gegeneinander gefahren wird. Und es ist packend, absolut packend. Was kann man noch machen? Finde ich eine sehr gute Idee. Man kann das Wochenende auch so kombinieren. Man fliegt nach Valencia, macht einen schönen Abend hier, schaut sich die ganze City an, geht schön essen und am nächsten Tag geht man auf das Segelschiff, auch gern mit mehreren, und segelt gemeinsam nach Ibiza. Dauert je nach Windverhältnissen und ob man den Motor ein bisschen mehr einsetzt, zwischen 8 und 10 Stunden. Aber ich denke mal, es ist ein absolut einmaliges Erlebnis für Teamtraining. So Management-Board-mäßig kann man da was richtig Gutes machen. Und dann klar, nochmal einen Abend richtig Party auf Ibiza und am Sonntag dann wieder nach Hause fliegen. Wäre eine schöne Kombination. Zurück zu Valencia. Segelregatta ist das eine. Was muss man noch machen? Auf jeden Fall geht auch sehr gut eine Biketour. Was man vielleicht wissen muss, Valencia gab es einen langgezogenen Fluss, ungefähr 9 Kilometer schlängelte sich durch die Stadt, der ist trockengelegt und es ist ein ziemlich breites Flussbett und in dieses Flussbett ist ein Park angelegt worden und dieser Park beinhaltet nicht nur einen tollen Radweg, für die Biketour fantastisch, sondern auch zum Beispiel Fußballplätze, Freizeitmöglichkeiten, also es ist wirklich eine Park
Zunge, muss man sagen, die sich durch die Stadt entlang schlängelt und fantastisch geeignet für eine Biketour. Weil ich komme überall an allen Sehenswürdigkeiten vorbei. Also ideal Biketour. Was müssen wir noch machen für die, die es vielleicht ein bisschen motorisierter mögen? Scootertour. Zeige ich euch auch mal ein Bild, haben wir heute erst gemacht. Ganz fantastische Geschichte. Geht auch locker, die können bis zu 50, 60 von den Scootern besorgen. Würde ich dann ein bisschen separieren in kleineren Gruppen und dann geht es richtig zackig hier durch die Stadt. Wirklich ein absolutes Erlebnis und was ich auch jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann, absolut sicher, weil wir fahren langsam durch die Stadt, mal ein bisschen Speed geben an der Ampel, aber sonst ist es wirklich eine sehr, sehr sichere Geschichte. Also ich kann zusammenfassen, Valencia, absoluter Tipp, musst du machen, wenn du noch mehr Fragen hast, wenn du noch sagst, ich brauche noch einen guten Tipp für ein tolles Restaurant oder noch eine Location oder ich will ein Produkt einführen und ich will eine Incentive-Reise machen, schreib mir eine Mail, ruf mich an und dann sprechen wir drüber. Dann würde ich sagen, danke, bis zum nächsten Mal und viel Spaß, wir sehen uns. Ciao, ciao.